Aloha, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Mond. Beim letzten Mal haben wir den ersten der Top 4 der neu gegründeten Pokémon-Liga hier in Alola besiegt. Es war niemand geringeres als Hala, der Inselkönig von Mele Mele. Und ich habe jetzt gerade so eine Vermutung. Hala war ja der erste Inselkönig. Die zweite Inselkönigin war doch Myla, hieß sie, glaube ich. Und sie kämpfte mit Gesteins-Pokémon. Und ich glaube, die nächste Top 4 wird ebenfalls mit Gesteins-Pokémon kämpfen. Mal schauen, ob meine Vermutung... Ja, meine Vermutung wird wohl richtig sein. Denn da steht sie schon. Willkommen in der Gesteinskammer. Leider sieht die Arena genauso aus wie die erste. Da habe ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr Kreativität erhofft. Aber okay, wer bin ich, um das zu kritisieren? Die Frage ist, mit wem werden wir hier in diesem Kampf kämpfen? Und ich glaube, da haben wir ziemlich gute Antworten. Gloria wird auf jeden Fall in diesem Kampf eine Pause bekommen. Gesteinsattacken frisst es nicht so gerne, aber Shibimoff kann eine Menge machen, Wirbelwind kann eine Menge machen, Nightshuga kann was machen, Ikari kann was machen, Luna eventuell auch. Also bis auf Gloria können wir hier, glaube ich, gegen Gesteins-Pokémon mit allen antreten. Und ich glaube, ich möchte hier mal mit Wirbelwind, mit unserem Pampros beginnen. Denn die meisten Gesteins-Pokémon greifen ja auch eher physisch an. Und durch unsere schöne Fähigkeit können wir vielleicht von Anfang an unsere Verteidigung erstmal bis ins Unermessliche steigern. Aber mal gucken, der Plan wird sowieso nicht aufgehen. So, hallo, Myla. Keine lange Vorrede, jetzt wird gekämpft. Beim ersten Treffen haben noch alle so viel gelabert. Aber jetzt hier in der Pokémon-Liga ist keine Zeit für große Worte, sondern Taten müssen folgen. Mit einem sehr energischen Blick fordert die zweite Top 4 Myla uns heraus. Und auch sie kämpft mit 5 Pokémon. Wie Hala schon, der uns beim letzten Mal von Anfang an ganz schön unter Druck gesetzt hat. Was hat Myla drauf? Sie beginnt mit Redikant. Und das ist schon mal eine eher schlechte Wahl von meiner Seite. Redikant von Typ Wasser und Gestein. Und Wasserattacken möchte ich hier nicht unbedingt fressen. Weswegen ein Wechsel zu Nightshuga vielleicht mal gar nicht so schlecht wäre. Die physische Verteidigung von Namelox ist auch gar nicht so schlecht. Es wird definitiv eine Wasserattacke kommen. Alles andere würde mich groß überraschen. Es sei denn, sie arbeitet mit Tarnsteinen oder sonst irgendeiner Taktik. Wir werden auf jeden Fall direkt mal in der ersten Runde wechseln. Nightshuga, go! So, was macht es? Gena. What the fuck? Ich könnte natürlich jetzt auch direkt wieder switchen. Also mit Gena habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aber wisst ihr was? Was du kannst, das können wir auch. Antikraft. Oh, oh. Bitte kein Boost. Ach du Scheiße. Natürlich bekommt sie den Mega-Boost auf alle Werte. Das fängt natürlich schon wieder hervorragend an. Und nein, das war kein Sarkasmus. So, jetzt pennen erstmal beide eine ganze Runde. Bei Redikant ist übrigens nicht zu erkennen, ob es seine Augen geöffnet oder geschlossen hat. So, Nightshuga pennt. Wir können uns jetzt natürlich auf ein Glücksspielchen, auf ein Glücksbällchen einlassen und einfach hoffen, dass wir zuerst aufwachen. Aber darauf lasse ich mich, glaube ich, gar nicht ein, sondern wechsle direkt aus. Ach, guck mal, wie süß Lamellux aussieht, wenn es die Augen zu hat. Ich glaube, ich werde die Zeit nutzen und zu wechseln. Dann machen wir mal eine andere Taktik. Shibimoff
du bist dran. Denn jetzt könnten wir die Zeit nutzen. Ich hoffe, es pennt noch mindestens eine zweite Runde. Denn die Zeit können wir jetzt nutzen, um vielleicht mal ein oder zwei Schwerttänze zu machen. Okay, Redikant ist sogar schneller als Corsurso. Spricht nicht für unsere Initiative. Aber wir verdoppeln mal unseren Angriff. Das ist auch bitter nötig, nach dem Mega-Boost von der Antikkraft. Und wisst ihr was? Ich gehe nochmal auf Schwertanz. Oh, es ist aufgewacht. Und auch unser Corsurso wird eingeschläfert. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen unfair. Denn in Online-Kämpfen geht ja die sogenannte Sleeping Clause, nennt sie sich, glaube ich. Die besagt, dass maximal zwei, oder dass man selbst maximal, nein, ganz langsam, dass man nur maximal ein gegnerisches Pokémon einschläfern darf. Lamellox pennt ja bereits und deswegen wäre der Move jetzt in Online-Kämpfen eigentlich nicht erlaubt gewesen, einfach ein zweites gegnerisches Pokémon einzuschläfern. Wie dem auch sei, Kraftkoloss, bin ich mir relativ sicher, sollte jetzt ausreichen. Eine Hydro-Pumpe solltest du wegstecken. Ja, okay, sehr gut. Kraftkoloss, go. Sehr gut, Redikant schon mal weg. Unser Angriff wird gesenkt, aber das ist nicht so schlimm, denn jetzt pennen wir sowieso gleich ein und müssen dementsprechend ohnehin wieder austauschen. Wie gesagt, ein bisschen unglücklich, dass die KI einfach mehrere unserer Pokémon gleichzeitig einschläfern kann. Okara kommt. Typgestein und Fee. Da möchte ich auf jeden Fall nicht drin bleiben. Ist die Frage, was mache ich gegen Feenattacken? Ich denke, Wirbelwind sollte eigentlich alles gut wegstecken können, was Rokara so macht. Und mit dem Ramboss haben wir eine vierfach effektive Attacke. So, mal gucken, was Mondgewalt, okay. Eine spezielle Attacke sogar. Macht aber nicht so viel Schaden. Das ist auf jeden Fall im annehmbaren Bereich. Und wir greifen mal zum Ramboss. Wir sind sogar schneller als Redikant, Redikant als Rokara. Und das reicht erwartend aus. Pokémon 2 von Myla down. Also bis jetzt läuft es auf jeden Fall ein bisschen besser als im ersten Kampf gegen Hala. Und ein paar Level-Ups bekommen wir, sehr schön. Gleich drei auf einmal. Drei auf einen Streich. Voluminas. Eins der hässlichsten Pokémon ever. Ebenfalls Level 54. Ein Gesteins-Pokémon, das potenziell ja Elektroattacken beherrscht. Aber warum schickt sie ein Voluminas gegen ein Boden-Pokémon rein? Hat sie nichts Besseres? Was ich schon fast bezweifle. Wir gehen mal auf Erdbeben. Sind auf jeden Fall schneller, das ist schon mal gut. Machen wir die Hälfte an Schaden. Jo, wir machen. Das war kein Volltreffer. Das war ein, oder wäre ein One-Hit gewesen. Sandsturm holt es raus, okay. Finde ich jetzt nicht so schlimm. Denn wir haben ja ein Boden-Pokémon draußen. Und das fühlt sich im Sandsturm eigentlich auch wohl. Nur durch die Robustheit hat Voluminas gerade überlebt. Interessant. Und jetzt setzt sie doch bestimmt ihren ersten Trank ein. Wir gehen deswegen einfach nochmal auf Erdbeben. Das ist ihre erste Top-Genesung. Meinetwegen. Wir haben jetzt noch kein Heil-Item in diesem Kampf verwendet, oder? Ich glaube nicht. Aber wie dem auch sei, Voluminas wird wieder auf die Robustheit runtergeknüppelt. Ich glaube nicht, dass die noch ein Heil-Item einsetzt, oder doch? Egal, wir gehen mal auf Ramboss. Und sie setzt sogar ihre zweite Top-Genesung auf Voluminas ein. Was überhaupt keinen Sinn ergibt. Denn sie sieht doch, dass wir es mit zwei Schlägen auf jeden Fall down bekommen. Okay, der Ramboss hat jetzt nicht so viel Schaden gemacht, aber das Erdbeben wird auf jeden Fall jetzt den Rest machen. Das war jetzt irgendwie ein bisschen doof von ihr, da noch eine Top-Genesung zu verwenden. Aber auch das soll mir an dieser Stelle recht sein. Tschüss, Pokémon Nummer 3. Das läuft mir hier gerade fast ein bisschen zu locker. Wolverock kommt. Gestein und Unlicht. Und mittlerweile habe ich auch erfahren, dass Wolverock zwei verschiedene Formen hat, nämlich eine Tages- und eine Nachtform. Und das hier ist definitiv die Nachtform.
Diese Wirkkraftkoloss wäre sogar vielfach effektiv, aber ich denke mal, auch hier wird ein Erdbeben höchstwahrscheinlich ausreichen, oder? Kraxler. Okay, da könnten wir zurückschrecken eventuell. Aber erstmal wird unsere physische Verteidigung wieder erhöht. Vielen Dank dafür. Und wir schrecken nicht zurück, kommen stattdessen mit unserem Erdbeben durch. Und das reicht nicht ganz, okay. Und der Sandsturm hört jetzt auch auf zu wirken. Sehr schön. Okay, Wolverock hat also eine bessere Verteidigung als Voluminas, was mich sehr wundert. Ach, und guck mal, das ist ihr Level 55 Pokémon. Sprich, ihr stärkstes. Dann gehen wir jetzt mal auf den Ramboss. Und Kraxler geht daneben. Okay. Sie schien echt nichts anderes, effektiveres zu haben gegen Pampos als den Kraxler. Also Pampos macht das hier fast im Alleingang. I like it. Ich würde einen Daumen nach oben geben. Hätte ich jetzt die Möglichkeit dazu. Verteidigung um 4 nach oben. Sehr, sehr schön. Und es versucht den Megakick zu erlernen, aber das kannst du mal schön bleiben lassen. Brauchen wir nicht. Ich bin mit den Attacken so ganz zufrieden. Luna Level 53. Und Geowatz kommt als letztes. Alola Geowatz, um genau zu sein. Was höchstwahrscheinlich auch Dingens hier Robustheit hat, oder? Wir gehen mal auf Erdbeben. Wenn es Robustheit hat, knüppeln wir es erstmal auf diese nieder, höchstwahrscheinlich. So sieht's aus. So, und was hast du noch so? Die Quetschwalze. Aber das macht so gut wie keinen Schaden. Also, der Kampf, kann ich glaube ich jetzt schon mal behaupten, ist sehr locker flockig von der Hand gegangen. Da kann ich sogar noch einen normalen Steinhagel einsetzen. Ein KP wird es auf jeden Fall abziehen. Und tschüss, Geowatz. Und damit haben wir die zweite der Top 4 besiegt. Und mit Myla hatten wir deutlich, deutlich weniger Probleme als mit Hala. Hm, du bist wirklich beeindruckend, du und deine Pokémon. Und auch von ihr bekommen wir 11.000 Poké-Dollar Taschengeld. Ist das nicht schön? Das war also Top 4 Nummer 2. Hm, du wirkst so viel reifer als bei unserem ersten Treffen auf Akala. Du hast auf deiner Inselwanderschaft wohl einige wertvolle Erfahrungen gesammelt, hm? Gut, dann setze jetzt deinen Siegeszug fort. Das hatte ich ohnehin vor. Vielen Dank, Myla. So, wir haben jetzt also gegen den Inselkönig von Mele Mele und gegen die Inselkönigin von Akala gekämpft. Dann müsste der nächste dementsprechend Yuzo sein, oder? So hieß er doch. Der Inselkönig der dritten Insel. Oder ist das Gift? Mit was für Pokémon hat er gekämpft? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Auf jeden Fall, der Kampf gegen Myla ging so schnell um, das schaffen wir in diesem Part auf jeden Fall noch einen zweiten. Und das ist nicht Yuzu. Hallo Lola. Sprich, wir kämpfen gegen Geist? Hallo, ich bin's Lola, die Prinzessin eines uralten Volkes. Okay. Mit Geister-Pokémon habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gerechnet. Und mit ihr genauso wenig. Ich habe während des Let's Plays ja gesagt, Lola ist einer meiner Lieblingscharaktere irgendwie in dieser Generation. Und freut mich irgendwo, dass wir gegen sie kämpfen dürfen. Denn gegen sie haben wir ja bis dato noch gar nicht gekämpft. Sehr, sehr cool. Aber jetzt erstmal wieder unser Team eben heilen. Erstmal alle aufwecken hier. Es wird nicht gepennt. Es wird gleich gekämpft, liebe Freunde. So, Supertränke. Und wir haben auch kaum etwas abbekommen. Da müssen wir kaum Heil-Items verwenden, was mich natürlich sehr freut. Levelmäßig sind wir jetzt sogar ganz gut dabei. Und weil wir levelmäßig so gut dabei sind, werde ich jetzt mal eben noch eine Sache machen. Und zwar den EP-Teiler wieder ausschalten. So, denn jetzt sind wir tatsächlich auf dem Level-Niveau unserer Gegner. Aber was tun wir gegen Geist? Nikari wird hier in diesem Kampf auf jeden Fall nichts machen. Shibimoth wird ebenfalls nichts machen können. Kampf- und Normalattacken treffen nicht. Da können wir maximal mit Steinhagel angreifen. Nightshoga weiß ich auch nicht, ob
sie viel machen kann. Gloria weiß ich auch nicht. Wirbelwind wird auf jeden Fall ein bisschen was tanken können. Ich weiß ja nicht, ob sie speziell... Ja, die meisten Geister-Pokémon sind halt speziell, ne? Nicht physisch. Ich glaube, Luna könnte in diesem Kampf unser Star-Player werden. Ich werde einfach mal sicherheitshalber wieder zwischendurch abspeichern. Für den Fall der Fälle, falls irgendwas passiert. Na dann auf in den nächsten Kampf. Hallo Lula. Onkel Yasuo meinte, dass es zwar eine Sache sei, sich von einem Kaffee-Pokémon zum Inselkönig ernennen zu lassen. Achso, das war ein Satz. Entschuldigung, ich habe ihn irgendwie falsch vorgelesen. Aber zwar in der Top 4 lasse er sich von niemandem machen. Das wäre ja noch schöner. Also muss ich jetzt hier richtig gut kämpfen, um ein ehrwürdiger Ersatz für Onkel Yasuo zu sein. Okay, deswegen ist er also nicht den Top 4 beigetreten, sondern die kleine Lula. Na dann, auf in den Kampf. Und ihr Grinsen. Es hat schon etwas Gespenstisches irgendwie an sich. Und ich habe auch ein bisschen Angst vor Geister-Pokémon. Zubiris ist ihr erstes Pokémon. Und da werden wir mit Nachtara wahrscheinlich nicht so viel machen können, bis auf das, weswegen ich Nachtara im Team habe, nämlich Toxin und Go. Okay, jetzt erstmal wieder die Mogelhieb-Taktik, genauso wie Hala, uns erstmal zurückschrecken lassen. Aber die Überreste heilen das fast wieder gegen. Haben wir also nur ein minimal KP verloren. So, jetzt aber Toxin raus. Konfusstrahl, ehrlich. Oh mein Gott. Die will mich doch nicht zu Tode hexen, oder? Wie Lili, sag ich schon, wie Lola da im Hintergrund tanzt. So völlig locker, als würde es um gar nichts gehen. Okay, wir haben Zubiris auf jeden Fall schon mal vergiftet. Das ist gut. Denn die Stärke von Zubiris ist, dass es nur eine einzige Schwäche hat, nämlich gegenüber Feenattacken. Aber wir haben ja eine Feenattacke im Repertoire. Und ich glaube, ich werde jetzt erstmal direkt zu unserem Feen-Pokémon durchwechseln, beziehungsweise auswechseln. Nightshogar. Mal gucken, was Zubiris sonst noch so kann. Dunkelklaue. Wird wahrscheinlich auch der einzige Angriff sein, vermutlich. Den ist beherrscht. Denn Zubiris ist normalerweise immer nur dazu da, um die gegnerischen Pokémon zu nerven. Durch Konfusstrahl zum Beispiel, durch Verbrennung oder ähnliches. Problem ist, Zubiris wird schneller sein und wahrscheinlich wieder den Konfusstrahl raushauen. Mondgewalt wird Zubiris, bin ich sehr sicher, auf jeden Fall töten. Ist die Frage, soll ich lieber auf Gigasauger gehen, um mich ein bisschen gegen zu heilen? Ich glaube schon fast ja. Ja, es kommt der Konfusstrahl. Jetzt müssen wir erstmal durch die Verwirrung durchkommen. Aber die Verwirrung wurde ja in Generation 7 genervt. Nur eine 25%ige Wahrscheinlichkeit, dass man sich selbst verletzt. Ja, ich wollte es jetzt so klingen lassen, als ob genau in dem Moment man sich eben selbst verletzt. So, und wir heilen uns fast voll. Und das Toxin bringt ihn zumindest in den roten Bereich. Schon mal sehr gut. Allerdings wird es jetzt dadurch... Wird sie dadurch die erste Top-Genesung einsetzen und die Vergiftung auch heilen. Unsere perfekte Chance, die Mondgewalt rauszuhauen. Vorausgesetzt, wir kommen durch die Verwirrung durch. Ich sage es noch einmal. Verwirrung wurde um 25 oder auf 25% genervt. Und deswegen kommt die Mondgewalt durch. Sehr, sehr gut. Und das sollte reichen, oder? Ja, sehr gut. Also das war schon mal gut gespielt, möchte ich behaupten. Wir haben kaum KP verloren. Sie hat schon mal eine ihrer Top-Genesungen verwendet und schickt jetzt Frostet hier ins Rennen. Geist-Eis. Da möchte ich mit Nightshogar auf jeden Fall nicht drin bleiben. Das Ding ist, sie wird wahrscheinlich jetzt eine Eisattacke einsetzen. Gegen Geisterattacken hätten wir ja Shibimov. Mit dem Normaltypen würden wir Geisterattacken gut abfangen können. Und mit Steinhagel haben wir sogar eine sehr effektive Attacke. Komm, wir wechseln mal zu Shibimov. Eine Eisattacke sollten wir, egal was da kommt, auf jeden Fall wegstecken können, oder?
Okay, ich bin mir nicht so sicher, ob wir das doch so locker weggesteckt hätten, aber der Blizzard, wie man ihn kennt, ist ein starker Move, aber geht auch mal gerne daneben. Gott sei Dank in diesem Fall. Und ich bezweifle, dass Frostet hier... Kung Fu Strahl. Ist das echt ihre Taktik? Habe ich schon erwähnt, dass Verwirrung genervt wurde in dieser Generation? Du willst mich verarschen. Auch der Steinhagel geht daneben. Oh Gott, dammit. Was war das denn jetzt für eine komische Runde gerade? Komm, wir gehen nochmal auf Steinhagel. Ich glaube nicht, dass Frostet hier ein Steinhagel überlebt. Mal gucken, was der Blizzard an Schaden macht. Okay. Etwas mehr als die Hälfte. Und jetzt hauen wir uns doch mal selber fast K.O. Gott, dammit. Toll. Das Ding ist, selbst wenn ich mich jetzt gegenheile, setzt Frostet hier wieder Blizzard ein. Und da Frostet hier sowieso schneller ist, kann es uns mit zwei Attacken ausnocken. Deswegen haben wir jetzt eigentlich nur die Möglichkeit zu wechseln oder Shedimov down gehen zu lassen. Vielleicht zu hoffen, dass der Blizzard nochmal daneben geht. Wisst ihr was, ich möchte jetzt kein Pokémon in einen Blizzard rein switchen. Und der Blizzard geht echt daneben. Was ist das denn für ein komisches Matchup hier gerade? Was? Okay, damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet, dass Frostet hier einen Steinhagel überlebt. Und zwar mit maximal 5 KP oder so. Aber, das heißt, jetzt wird sie wieder ihre zweite Top-Genesung einsetzen. Deswegen gehen wir nochmal auf Steinhagel. Vielleicht haben wir auch eine schlechte Roll erwischt. Sprich, vielleicht macht der Steinhagel jetzt sogar ein bisschen mehr Schaden. Mit ein bisschen Glück. Jo, tatsächlich. War kein Volltreffer. Wir hatten gerade eine schlechte Roll. Jetzt hatten wir eine bessere. Und Frostet hier ist mit einem Schlag down. Okay, das ist besser gelaufen als gedacht. Mit ein bisschen Glück, aber hey. Was zur Hölle bist denn du? Moruda. Ein Geisteranker? Ein Geisterschiffsrad? What the fuck? Okay, ich denke, Kosturso, Shibimov hat diesen Kampf mehr als genügend getan. Wir lassen jetzt mal down gehen. Oh, wir sind sogar schneller als dieser Anker und können nochmal ein bisschen Schaden raushauen. Ja, warum nicht? Energieball. Okay, gut zu wissen, dass das Viech Energieball kann. Stellt sich mir aber die Frage, welchen zwei Typen hat das Viech? Ich hätte jetzt eigentlich Typ Wasser vermutet. Könnte aber natürlich auch Typ Pflanze sein. Frage ist, was machen wir dagegen? Ich denke, das könnte wieder hoffentlich jetzt der große Auftritt von Nuna sein. Toxinieren wir es doch einfach mal. Und gucken, was passiert. Denn das Pokémon scheint doch ein eher defensiv ausgelegtes zu sein, oder? Sagte er und bekommt ein Slam ab. Okay, der Schaden war überschaulich. Überschaulich, ist das ein Wort? Überschaubar, wollte ich sagen. Ich denke, das kriegen wir sogar relativ locker down. Und da muss ich nicht mal die Schutzschild- und Mondschein-Taktik anwenden, sondern ich greife einfach zur Finte, um ein bisschen extra Schaden zu machen. Das macht sogar ordentlich Schaden. Slam. Kann das Viech nichts Besseres, was nach Tara mehr Schaden macht als ein Slam? Das ist ja schon fast ein bisschen traurig. So, ist die Frage. Wird die nächste Toxinrunde es besiegen? Ich gehe einfach mal auf Schutzschild. Der Slam kommt dadurch natürlich nicht durch. Mit den Überresten können wir uns so ein bisschen gegenheilen. Und jetzt sollte Toxin den Rest machen, Fragezeichen. Natürlich nicht ganz. Okay, dann mache ich jetzt halt auf Mondschein. Heilen uns erstmal vorübergehend voll. Auch okay, eine Attacke bekommt der Anker dann trotzdem durch. Moruda. Interessanter Name, interessantes Pokémon.
Allerdings ist auch dieser Geisteranker nicht vor dem Toxin geschützt und geht langsam daran zugrunde. Genauso stelle ich mir Nachtaras Auftritte vor. Kolossant, was? Das ist doch es ist eine Sandburg. Ja. Interessantes Design, sagen wir es mal so. Und das ist doch bestimmt die Weiterentwicklung von dieser Schaufel, oder? Ah ja, da oben sieht man sogar noch auf seinem Kopf. Sollte es den Kopf überhaupt darstellen, sieht man noch die Schippe. What the fuck. Auf jeden Fall sind die neuen Geister-Pokémon dieser Generation nicht die schnellsten, denn Nachtara ist schneller und kann auch Kolossant vergiften. Erdkräfte, okay. Ja. Okay, das war ein Volltreffer. Und da sieht man schon die Stärke von Nachtara. Einfach unglaublich gute Verteidigungswerte. Und jetzt sind wir genau in der Situation, die ich im letzten Part am Anfang angesprochen habe. In solchen Situationen Gift rausholen und dann mit Mondschein gegenheilen. Zwischendurch einfach mal das Schutzschild machen. So bekommen wir kaum Schaden. Haben wir ja gerade gesehen, selbst wenn es ein Volltreffer wird, wird das nicht mal ein Two-Hit auf Nachtara. Und das können wir auf jeden Fall problemlos jedes Mal gegenheilen. Ist auf jeden Fall völlig legitim, so zu kämpfen. Das zögert natürlich den Kampf so ein bisschen hinaus, aber das ist mir völlig egal. Schutzschild tut auch sein übriges. Überreste noch ein bisschen extra Heilung und das Gift breitet sich mehr und mehr im Körper von Kolossant aus. Ja, wobei, Körper kann man das auch nicht wirklich nennen, oder? Das ist eine fucking Sandburg! Wer hat so etwas designt zur Hölle? Okay, irgendwie sieht's cool aus, aber naja. Wir greifen mal zur Abwechslung an. Und vielleicht macht das Gift jetzt sogar den Rest? Fragezeichen. Auf jeden Fall ist Nachtara in diesem Kampf gegen Geister-Pokémon eine sehr gute Wahl. So, Gift reicht wieder nicht ganz aus. Dafür aber in der nächsten Runde. Und deswegen, da das Gift sowieso den Rest machen wird, können wir die Zeit auch nutzen, uns nochmal per Mondschein zu heilen. Ist das nicht schön? Das kann auch nichts anderes außer Erdkräfte. Na, Geisterattacken sind natürlich nicht sehr effektiv auf Nachtara. Aber scheint auch nichts anderes im Repertoire zu haben, was uns irgendwie auch langfristig Schaden machen könnte, wie zum Beispiel Verbrennung. Geister-Pokémon sieht man ja auch sehr häufig und gerne mal mit der Attacke Irrlicht, die den Gegner verbrennt, aber scheint hier nicht im Set zu sein. So, ihr letztes Pokémon trifft Zeppeli. Typ Flug und Geist. Hoppala, da bin ich aus Versehen auf die Y-Taste gekommen. What the fuck? Und auch da können wir natürlich wieder die Taktik verwenden. Wir toxinieren es erstmal. Oh, Amnesie. Erhöht die Spezialverteidigung stark, aber ist mir relativ latte, denn es ist vergiftet und hat jetzt einen Countdown über den Kopf schweben. Denn in spätestens 5 oder 6 Runden ist der Kampf vorbei. Denn dann würde es spätestens am Gift verrecken. Es sei denn, es kann irgendeine Attacke, die sich das Gift heilen kann, aber ich glaube eher nicht. So, Amnesie kannst du so häufig machen, wie du willst. Wir greifen physisch an. Unheilböen, okay. Bitte kein Boost. Danke. Hatten wir ja schon im letzten Kampf gegen Myla mit der Antikraft. Denn auch Unheilböen hat, ich glaube, die 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass alle Werte um eine Stufe erhöht werden. Ist zum Glück nicht aufgetreten. So, und jetzt könnte eine Finte plus das Gift eventuell sogar schon ausreichen. Wobei, wir machen sicherheitshalber einmal Schutzschild. Und dann machen wir in der nächsten Runde die Finte und dann wird es definitiv ausreichen. Energiefokus, okay. Will ich schon mal in der ersten Runde einsetzen können. Sollen. Erhöht nämlich die Volltrefferchance. Aber welche vierte Attacke hat es dann? Unheilböen und noch eine weitere Angriffsattacke nehme ich an. Spukball wäre da sehr wahrscheinlich. So oder so. Unheilböen wird uns nicht viel machen können. War nicht mal ein Volltreffer. Aber auch sie bekommt natürlich den Boost. Aber auch das wird sie bestimmt nicht mehr retten, oder?
Ja, denn das Gift macht jetzt definitiv den Rest. Also das war ein taktisch gesehen sehr guter Kampf mit dem Star-Player Luna, unserem Nachtara. Also die Taktik ist dann sehr gut aufgegangen. Ich bin sehr zufrieden. Und zum Dank gibt es sogar Level 54 für Luna. Leveltechnisch zu den anderen Teammitgliedern aufgeschlossen. Sehr, sehr guter Kampf von unseren Most Important Pokémon Nachtara. Da bleibt mir ja die Spucke weg. Und auch von ihr bekommen wir 11.000 Poké-Dollar. Wie schön. Und damit hätten wir die dritte Trainerin der Top 4 geschlagen. Pah. So viel zu meinem Plan, dich wegzuputzen und selbst zum Champ zu werden. Tja, aus dem Plan wurde wohl nix, Lola. Trotzdem bist du eine sympathische Gothic-Lolita. So kann man sie, glaube ich, bezeichnen. Und damit Kampf Nummer 3 für uns entschieden. Und jetzt ist die Frage. Wir haben bis dato gegen immer einen Vertreter der einzelnen Inseln gekämpft. Wer könnte der Vertreter von Pony sein? Ich denke nicht, dass es Hapu'u sein wird. Vielleicht ist es sogar Matsurika. Aber mit was für Pokémon kämpft sie? Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir von ihr den Feen-Z-Kristall bekommen haben. Heißt das etwa, dass sie mit Feen-Pokémon kämpft? Ich vermute Fee, Pflanze oder Flug. Wobei, ich glaube Fee wird sein, oder? Wenn es denn Matsurika überhaupt sein wird. Ich weiß es nicht, ich bin mir völlig unsicher. Aber liebe Freunde, mit einem Blick zur Uhr würde ich sagen, wer der oder die Letzte der Top 4 sein wird, erfahren wir erst beim nächsten Mal. Wenn es dann wahrscheinlich schon fast zum großen Finale geht, bei Let's Play Pokémon. Na komm, macht eine Drehung, vielen Dank, Pokémon Mond. Es geht spannend weiter, beim nächsten Mal vielleicht sogar schon mit dem finalen Kampf. Wir werden sehen. Bis dahin, macht's gut. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, sagt euer Killer.